Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt irgendwo die Mathilde. Halli, hallo. Wir haben die Nacht mal durchgeschlafen, damit wir nämlich nicht in der Nacht starten und ja. Sind wir frisch gestärkt, aufgestanden und voller Tatendrang. Überlegen, ob wir irgendwas bauen, damit wir nochmal oben auf dem Dach kommen. Ja, ich dachte mir, ich baue mal eine Seilrutsche. Ja, aber dann vielleicht kommt das ja von hier. Kommen dann die Dings hier hoch? Aber ich kann die hier gar nicht. Nee, da kommen keine Kannibalen hoch. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht gesehen, dass die an der Seilrutsche irgendwie langkommen. Probieren wir es einfach mal. Mich nervt nur das Ding da oben irgendwie. Ja, mich auch. Oh, warte mal. Ah. Das sah gar nicht so uninteressant aus, was du gerade gemacht hast. Hier komme ich ja nicht dran. Ach, hier ist ja dieser... Oh, wieso kann ich hier die Seilrutsche nicht festmachen? Ist ja gerade quasi hier auf den Zaun gesprungen, glaube ich, ne? Ja. Man auf den Zaun lang gehen könnte. Und das war doof. Ah, fuck you, ich versuch's noch einmal. Oh, ich krieg hier die Seilrutsche nicht hin. Ah, die muss auf einer Plattform stehen. Musst du eine bauen? Ja, das stell dir vor, hab ich vor. Vor. Nein, fuck you! Alter, ein. Doch mal auf diese komischen Knochenteile, die halten dich aus. Gut zur Lücke. Okay, so ein Glitch. Fick dich. Ich also wieder deine Sprache rein. Du hast angefangen damit, Mathilde. Was? Weil du da oben irgendwas komisches gebaut hast, das nervt. Das kotzt mich jedes Mal an, wenn ich das aussehe. Ja, mich auch. Jetzt müssen wir da Plattformen hochbauen und die dann wieder abreißen. Hm. Warte mal. Ich geh Bäumchen fällen. Mach mal Bäumchen fällen. Ein paar Bäumchen haben wir noch. Die habe ich gerade schon verbaut. Ach, dann hatten wir welche. Dafür brauche ich ein Haus. Wäre cool, wenn man so ein Teil einfach mal am Haus bauen. Wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir da jetzt den Dings erweitern könnten. Huch, huch. Welchen? Irgendwas gemacht. Ach, auf Kuh. Welchen Dings? Unseren Balkon. Dass wir den seitlich erweitern. Gucken, ob das geht. Reiße ich jetzt einfach mal diesen Zaun hin. Ja, ich glaube, das ist besser, weil ich kriege das hier mit den Seilen auch nicht hin. Hier. Oh, hey, nicht die Plattform. Nicht die Plattform. Wird bestimmt wieder krumm und schief, aber egal. Ja, wenn du von da vielleicht nochmal seitlich was baust, dann könntest du vielleicht da oben das wegmachen. Gut, dann mach das mal, dann hol ich mal Holz. Ich will das erweitern. Wie ging das denn? Du findest das schon raus. Kein Problem.
Mal zwar auch wieder eine Stufe, aber egal. Ich habe jetzt hier mal eine Falle gebaut. Ich weiß nicht, was eine Signalflagge ist, aber da, wo eine Signalflagge draußen ist, da ist ein Sprengsatz. Okay. Ist zwar nur so ein kleiner mit einem Molly, aber... Das war's. Okay, es sieht abenteuerlich aus, aber ich glaube, so geht das. Mal gucken. Du hast mir ein Wägelchen schon mitgenommen, dann nehme ich das andere Wägelchen. Weißt du, dass du eine Kettensäge hast, mit der du fällen kannst? Ach, da war ja was. Stimmt, schon ganz vergessen wieder. So geht das doch viel besser. So. Der ganze Wald platt gemacht hier. Gleich ein bisschen heller hier. Oh, da ist jemand unglücklich. Na? Ei! Nicht da durchlaufen! Ist für die Nacht! Bleib da stehen! Vertrau mir! Ey, du Trottel! Der sieht ja aus wie eine Birke. Der lebt noch? Trotz Sprengfalle, drei Pfeilen? Unser. Ja, du meintest ja, dass wir die Kannibalen häuten soll, zerlegen sollen, ne? Jo. Wir brauchen noch zwei Arme und vier Köpfe. Vier Köpfe? Wo ist denn jetzt der Typ hingerannt? Das ist ja ein Dreck. Die Falle hat ja einen Scheiß gebracht, ey. Toll, hier war so ein Birkenhaini und der ist weg. Toll. Jetzt steckt er hier mit dem Kopf auch im Baum. So ein Idiot. Ist doch genau. Oh, da ist der Kopf. Nicht wegrollen. Brauche ich noch. Da noch an. Was? Ich kann nicht mehr Arme tragen? Nee, du kannst nur zwei. Und dann scheine ich noch zwei zu haben. Aber ich habe auch auf jeden Fall noch einen Kopf. Ja, ein Kopf muss hier vorne. Genau, da muss ein Kopf ran. Fehlen da noch Arme? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ach, da ist der Typ. Bleibst du hier? Hast du noch einen gefunden? Er ist in eine Falle gelaufen. Oh, ich hab auch schon. Wo waren die Arme? Also, wenn du irre bist, dann kannst du noch weitere aufstellen. Aber ich dachte mir, so vier reichen. Einfach mal alle. Und wie kann ich jetzt die Falle hier wieder aufstellen? Da brauchst du ein Ästchen, ne? Ich habe so viele Äste, ich kann keine Äste mehr tragen. Ah, jetzt habe ich's. Ah, hier, das. Oh, da kommen noch ein paar. Es fehlt nur noch ein Kopf. Hallo. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, sind zu zweit. Gleich nicht mehr. Jetzt ist sie alleine. Bleib stehen.
Okay, ich überlasse sie dir. Ups. Und ein Ärmchen brauchen wir noch. Warte, warte, wo? Bei dir oder wo? Nee, hier war doch. Hier vorne war doch wieder der Armständer. Das kann man anzünden. Ja, ist das. Ist dann kaputt? Nee, ja, ist dann kaputt, geht dann weg. Ich weiß nicht, warum man das anzünden soll. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich kann hier nochmal ein großes aufbauen, weil jetzt kommen ja eh so viele von den Viechern. Na ja, gut, die waren. Hier bei mir liegt noch einer. Ihr eigenes. Fand ich lustig. Dann kannst du alles dran klatschen, was du so hast. Ach, dein Wagen ist da hinten. Ja. So, jetzt wenn du Körperteile hast, müsstest du sie einfach da irgendwie ranballern können. Bis auf den einen Kopf, den muss ich nach hinten packen, dann ist das Ding auch voll. Weil bei den Stangen kannst du frei wählen, was du dran klatscht und sonst ist immer alles vorgegeben. Okay, gucken wir mal. Aber den. Nö, ich bin glaube ich nicht irre genug, ich kann nichts dran klatschen. Ups. Den Typen lasse ich mal so im Baum stecken, das sieht ganz lustig. Und hier, wo die Fahne ist, mache ich jetzt noch mal einen C4-Sprenger dran. Ich dachte, die war nicht so geil. Nee, ich hatte, Molly benutzt. So. Ach, ich kann schon wieder was essen. Ich denke mal, die C4-Geschichte müsste ein bisschen mehr Wumms haben. Also, Molly kann ja auch so schmeißen. So ist scharf. Oh, da hinten ist ein Fettsack. Dachte mir gerade, geht meine Schwester hier lang? Och, Heinrich. Aber es war dann halt so ein fetter Mutant. Charmant wie immer. Ja, der. Ich hoffe, deine Schwester sieht das Video nicht. Alles lieb. Alles lieb gemeint. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn es lieb gemeint ist, dass sie das gut findet. Okay, der Fettsack kommt auf mich zu. Dann gehe ich doch mal weg. Und ich gehe mal nach Hause. Und ich warte hier und mache dann das Tor hinter dir zu. Aber dann komme ich jetzt reingelaufen. Ich meine, der bringt Mutantenhaut, ne? Ja, ich brauche auch wieder neue Mutantenrüstung. Oh, wir haben ein Häschen in der Grube. Der müsste hier irgendwo langlaufen. Doch keine Falle ausgelöst, ne? Ach, der rennt da. Der geht da hinten schon wieder weiter. Also ist halt so ein. Ich sag mal, ein Stiermutant. Der kommt dann schnell auf dich zugelaufen, musst du ausweichen, dann kannst du drauf schießen. Oder schlagen. Ich wollte gerade mal gucken. Deswegen gar nicht. Boah, der ist da hinten geradezu wieder in den Wald vorbei. Jetzt sehe ich ihn. Kommt er zurück? Nö, dann lass ihn da. Boah, ist der dick. Mann. Ich hab dich im Auge, falls er auf dich zukommt. Der steht da noch. Ja, der geht da so von rechts nach links. Geht auf die Küste zu. Jetzt
hat abgedreht. Ja, geht weiter weg. Geht von uns weg. Ich dachte erst, es wären hier die Trommeln wie bei Gondor oder Herr der Ringe, was das da war. In der Zwergenfestung. Das ist in Moria. Was? Moria? Moria. In Moria. Oh, jetzt ist da hier dein dämlicher Totendings da im Weg. Extra nur für dich gebaut. Ich kann da aber nichts dran packen, ich bin halt nicht irre genug. Ja, dann musst du mal die Leute auseinandernehmen. Vielleicht sollte ich mal was von denen essen. Das sollte schnell dafür sorgen, dass du irre wirst, glaube ich. Ach, geht das schnell so mit den Bäumen fällen. Ja, mit so einer Kettensäge ist echt entspannt, ne? Ja. Hätte man schon viel früher holen sollen. Oh, und das Benzin haben die Kannibalen hier gleich um die Ecke. Ja, praktisch. Läuft man alle paar Tage mal vorbei, holt sich da frisches Benzin. Benzin! Geht echt flott mit den Stämmen. Geht schon wieder die Sonne und ist schon wieder Abend. Ja. Schnell irgendwie, oder? Ja. Kinder, wie die Zeit verrennt, wenn man sich amüsiert. Einfach mal ein, zwei Bäume gefällt und schon mehr dunkel. Ja. Oh, ist ja zu zweit, dann geh ich weg. 2 zu 1 ist unfair. Ja, komm doch. Komm doch, komm doch. Oh, ihr seid zu dritt. Das könnte da hinten Vierter sein. Ja, komm doch, komm doch, komm doch. Ich bin zu Hause. Na kommt, ihr kleinen Scheißerchen. Komm mal vor, wie Kevin allein zu Hause. Jetzt laufen sie weg. Oh, es sind noch 4 Leute. Einer ist drinne, 2 sind drin. Kommen alle rein. Ist ja unglaublich. Laufen alle an der Falle. Hast du die Tür nicht zugemacht? Nee, die sind alle an einer Falle vorbeigelaufen. Okay, einen hat es, glaube ich, noch erwischt mit der Falle. Ja. Ja, gut, ne? Dann, kommen die hier hoch? Nicht. Okay, einer ist jetzt baden gegangen. Der kommt wieder raus. Ist ja krass. Der ist ja wieder rausgekommen. Und die anderen sind rausgelaufen? Ist ja cool. Den einen hole ich ja, mir. Der die Falle, aber ist dann von der Falle wieder. Oh, der kam. Alter! Der ist jetzt auch wieder ins Wasser gesprungen, ne? Ah, der ist da unten im Wasser. Lebt er noch?
schwer zu sagen. Nee, sieht tot aus. Aber der war ja hier vorne im Wasser, ist dann auch wieder rausgekommen. Ja, der ist hier auf meine Plattform gekommen. Das, also Jungs, so ist das ganz schön frech, ne? Ja, ich weiß, dass du noch da bist. Ich mache hier extra die Falle für dich scharf. Hier ist eine Lücke. Oh! Scheiße, ich habe gerade die Falle kaputt gemacht. Ja, nichts Schlimmeres als die Hasenfalle. Dann Sack. Oh, ich fällt gerade auf, ich brauche ja Knochen. Oh, ich auch. Dann mal alle Leichen einsammeln. So ein kleines Lagerfeuerchen. Der Lagerfeuerraum. Ja, ganz schön feist war das, ne? Ich glaube. Ach, ist das alt. Oh, der sieht cool aus. Ich glaube, die waren noch flinker hier. Die sind so richtig mit Kreuze hier. Ja, das ist der, von dem ich meinte, der sieht aus wie eine Birke. Ach so. Müssen noch mehr gewesen sein, oder? Haben wir da jetzt nur drei rausgekriegt? So aus. Hä? Auch noch 4, 5. Ja, außen sind keine Fallen ausgelöst worden. Muss ich mal die Kettensäge rausholen? Ich sagte, es ist ein rohes Bein, aber ich habe ihn doch gerade in den Arm genommen. Ah, getrockneter Arm. Ich esse den jetzt mal. Gib Mathilde, nee, den Arm. Oder die Hand. Oh, jetzt bin ich infiziert. Ah, ich glaube ich auch, aber ich weiß nicht, ob das so... Die geistige Gesundheit ist immer noch bei 95%, obwohl ich einen Arm gegessen habe. Na, Nacht weiterbauen, ja? Also ich, ja, ich war jetzt hier so noch dabei. Okay. Und ja, ich habe ja auch noch schwupsi. Schon wieder ein verunglückter Wagen? Nee, ich habe den Baumstamm fast auf den Wagen fallen lassen und dann ist der Baum, der Wagen quasi so ein bisschen hin und her geflogen. Ach, im Dunkeln ist aber das Fahren ganz schön blöde. Ja, das haben wir schon mehrfach festgestellt. Ja, ich wollte es nur mal sagen. Ah, da kommen gleich die nächsten, ne? Klingt so. Schon mal halber Rückzug, oder? Wenn du wen siehst, ich mach die Tür erstmal zu. Nein. Die Tür ist zu, musst du wieder aufmachen. Das krieg ich, glaube ich, gerade so nach. Zugesagt haben. Ach, die Knochen hast du alle eingesackt? Wunderbar. Nee, eigentlich nicht. Ich hab die aus dem Knochengestell gen. Scheiße, dann sind sie schon weg. Am Knochengestell haben wir auch noch eine ganze Menge. Ja, trotzdem ärgerlich. Hast du da extra was draufgelegt und ist dann gleich kaputt. Keiner hat's auch. Ja, jetzt muss ich rangehen. Durch die Wand bauen. Ah, gut.
Der ist schon der nächste. Ja. Das klang nach zwei Fallen. Okay, ich geh wieder hoch. Wieder drin? Was denn? Nee, nee, aber ich hab's geschafft, da das Ding abzubauen, das da oben so genervt hat. Bin da nur ins Wasser reingeplumpst. Okay, zwei Leben. Einer wurde von so einem Baum erschlagen, einer ist im Lager und zwei sind im Lager. So eine Sackgesichter. Rennt einer wieder raus. Weile. Wo? Jetzt rennen sie nach hinten. Oh, hier ist kalt. Ach, wir haben noch so eine schöne Feuerstelle. Hey! Ups. Wir brauchen ja immer noch. Lass nicht hinkommen, der hat drei Pfeile oder so von mir schon. Ich bin so ein Sackarsch. Ich hab ein Kaninchen erschossen, das rollt ins Wasser. Nicht abbauen, Junge. Ich komm runter. Ja, ich komm spielen. Warte, warte. Sack. Okay, er ist wirklich gut. Das ist schön. Hab ich auch Hunger bekommen. Habe ich hier bestimmt 3-4 Pfeile geschossen. Armpfeile. Ein Zahn. Oh. Wir haben gleich eine kleine Seilrutsche. Ich sehe schon richtig groß. Total. Aber dann machen wir uns die Füße nicht nass, ja? Genau. Oder also, was trinken ist nicht nass. Oh, da draußen rennt wieder jemand. Rannte. Ich hab die gerade erst wieder aufgestellt. Ach nee, ist da andere. Hey. Echt wo? Da hinten. Oh, wie kommt die da immer drin? Das nervt. Hier ist irgendwie eine Lücke in den Mauern. Ich glaube, ich mache hier gleich noch eine zweite Falle. Ich glaube, die haben das einfach kaputt gemacht. Die Lücke? Er hat die Pflanze blockiert. Ich glaube, ich baue hier nochmal irgendwie eine zweite Falle hin. Aber nicht auf dem Weg. Nicht schön da.
Ah, ich kann schon wieder was essen, ey. So. Ach, du machst mal die Mauer noch? Ja. Die Idee? Ja, ich weiß, das ist meine. Aber ist auch schon gleich fertig. Die Steine noch, ja. Und da hinten war auch noch so eine komische Lücke. Aber ich baue jetzt hier trotzdem nochmal so eine Falle hin. Ich mag die. Ey, die haben unser Trockengestell kaputt gehauen, die Saftärsche. Trockengestell? Ja. Ja gut, das sollte da eher nicht weg, ne? Das ist ja... Hm. Ärgerlich. Ist das Fleisch dann noch auf dem Boden? Nee, ne? Natürlich nicht. Da willst du eine Falle hinstellen? Jo. Weil wenn die da irgendwie zwischengekommen sind, sind sie hier so an der Seite langgelaufen. Deswegen habe ich da ja noch die Mauer hingestellt. Ach, passt schon. Die eine Mauer könnten wir hier noch ein bisschen langziehen vielleicht, damit sie eher dann lang... Das Beet so ein bisschen zu... Das Beet, in dem sowieso nichts wächst. Ja, hier ist so eine Pflanze. Ja, aber es wächst nicht das, was ich da eigentlich mal angepflanzt habe. Dafür kann ich ja nichts. Bin ich da. Telefon hat geklingelt, aber nicht bei mir. Ja, das war meins, hat weggedrückt. Ach fuck, ich hab die Falle durch falsch rum. Warte, ist mir das aufgefallen, bevor ich das fertig gebaut habe. Da, 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 da. Der muss ja da rein. Oh. Ah. Nee, jetzt komm. Jetzt nicht, Junge. Hab ich gerade verdrückt. Ich wollte die Falle hier aufstellen. Oh, doch, hier ist Aloe Vera gesammelt. Gewachsen. Wow. Oh, ein bisschen so und dann passt das schon. Oh, 20 Ästchen. Und ich bin ja ein ganzer Haufen von denen, ne? Ja, was ist denn? Komm doch rüber, Junge. Wenn du was zu erzählen hast. Bitte. Hat die einfach ausgelöst. Ist ja doch kein Stückchen. Ach, hier liegt noch eine Leiche. Hab ich nicht gesehen, sorry. Der steht da einfach so in der Gegend rum, der Birkenhain. Hä? Der also ist bei schon, mir steht da. Der ist schon tot, ja? Jaha. Boah, dann lassen. So, ich wollte meinen Wagen weiter befüllen. Ja, ich fülle mir jetzt auch nochmal ein bisschen türisch offen. Auch nochmal Stämme. So, ich dachte, du würdest Steine. Ja, Steine findest du hier nebenbei. Oh, hier ist es ja auch alles aus. Oh, hier ist ja. Ich rate, hier liegt ja auch noch einer. Hier liegt auch noch einer. Mensch, das sind ja wieder Knochen. Oh, ich kann meine Licht ausmachen. Das brauche ich ja gar nicht. Dann
aber doch ein paar gekillt, so von denen ich, die ich gar nicht gekriegt habe. Ja, ich habe auch nicht so viele mitgekriegt. Geht da wie schon wieder der nächste lang? Ich glaub's nicht. Oh, Angriff der Birkenheinis, ey. Warum bist du schon wieder durchgekommen? Was? Schon wieder durchgekommen? Ja. Und tot. Oh ja, da laufen uns mal lang. Einer mit Feuer. Mhm. Auch schon wieder Stängel. Warum kommen die immer jetzt da drüber hinweg? Das nervt. Der kann drüber kommen. Wie, du ich hab gerade gesehen, der drüber. Die Birkenjungs, die hüpfen drüber. So eine Arschzweige. Oh, ich hab keine Dinger mehr. Muss ich mal ein paar Stöckchen sammeln hier. Dem ganzen Fallen aufstellen, habe ich gar keine Stöcker mehr. Ja. Aber dafür habe ich bald wieder meine Rüstung voll. Das freut mich für dich. Bei mir fehlt halt das Mutantengedöns. Ja, Mutanten oder Knochen ist ja Wumpe. Ja, man kann Mutanten und Knochen gleichzeitig tragen. Ja, habe ich ja auch. Ja, ich nicht. Hier ist auch eine Lücke in der Mauer. Aber das Problem ist wohl wirklich, dass sie drüber hüpfen. Aber mir fehlen jetzt die Stöckchen. Ja, Stöckchen kriegt man ja schon. Weil ich mir in der Basis. Nee, aber hier links, wenn du rausgehst, da sind so viele Stöcke. Juhu, es regnet, die Erde wird nass. Wir kriegen jetzt Wasser, was schadet uns das? Auch schon fast wieder jagen gehen, habe ich so das Gefühl. Wir bräuchten auch Rehfell. Das können wir ja in der nächsten Folge machen, dann gehe ich mal da an den See, den wir in unserem ersten Versuch hatten. Das sind ja immer... Ey, nein, nicht hinsetzen. Volles Schwein. Ah, ich will wieder raus. Da muss ich ja schon wieder Bäume fällen. Ja, ich auch. Ich höre dich nicht. Es ist
so laut. Ah, ich glaube, ich komme gleich wieder bestimmt irgendwie Kannibalen. Ihr sollt nicht den Wald roden. Sonst essen wir euch. Wir essen uns auch, wenn man den Baum nicht, den Wald nicht roden. Ja, das stimmt. Also ich mag mich zu erinnern, also ich weiß nicht, ihr könnt mich auch gerne korrigieren, aber ich glaube, bei dem Spiel war das so, umso mehr man baut, umso lauter man ist, umso mehr kommen halt diese Viecher vorbei. Aber ich kann mich auch irren, das kann auch sein, dass sich das schon geändert hat, keine Ahnung. Vielleicht kommen die auch einfach nach einer Zeit X vorbei. Ich kann mir gut vorstellen, wir machen ja so viel Krach. Ja. Oh, Nase juckt. Musst du sie kratzen? Gesundheit. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Und wenn ja, tut es mir nicht leid. Okay. Oh. Oh, den Nieseln spüre ich noch. Oh. Dann war es ein guter Nieseln. Seilrutsche ist gleich fertig. Hurra! Die Seilrutsche ist fertig. Dann können wir ja gleich Seilrutschen. Ja. Ich will nur noch schnell die zweite Plattform, die letzte Plattform fertig machen. Ah, ich hole nochmal Stängelchen. Ah, ich dachte, wir rutschen jetzt Seil. Dann rutschen wir jetzt Seil, so. Ja, Seil rutschen. Ja, nach dir. Hui! Hui, die kürzeste Seilrutsche ever. Gut, und mit den Bildern verabschieden wir uns. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt doch mal einen Kommentar. Oder abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.